Ja, mir scheint die Sonne hier voll ins Gesicht. Ja, Gott sei Dank, ne, Sonne draußen, blauer Himmel. Und nein, es liegt kein Schnee in Jerusalem. Wir haben heute 19 Grad, zumindest hier in Jerusalem. An der Küste ist es wesentlich wärmer oder einiges wärmer. Und wir haben auch keinen Regen, wir haben auch keinen Sommer. Aber es sind 19 Grad und Sonnenschein. Gott sei Dank habt ihr keinen Schnee, ich hasse Schnee. Und ich beneide euch nicht um euer kaltes Wetter in Deutschland. Was ich zuerst sagen möchte, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Schwurbelszene in Deutschland wieder ganz kräftig unterwegs ist. Zuerst mal möchte ich ganz kurz Stellung nehmen, und da gibt es nicht so viel zu sagen, zu den Houthis. Ich weiß nicht, wie die in Deutschland heißen. Das ist dieses kleine Grüppchen im Jemen, und die heißen hier Houthis. Manche sagen auch Houthis, ich kann das gar nicht aussprechen. Aber sagen wir mal die Houthis oder die Houthis. Sagt man hier. Wenn ihr das auf Hebräisch sagen wollt, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr Houthis sagt und nicht Houthis oder irgend anderes. Das würde dann wieder etwas anderes bedeuten. Aber ich möchte mal sagen, was die Houthis, ich weiß nicht, ob die jetzt in Deutsch so ausgesprochen werden, also die Houthis, es geht um die kleine Gruppe im Jemen. Wer sind diese Leute? Weil ich habe da Schwurbelsachen gesehen irgendwo in der deutschen YouTube-Szene. Also ich habe nur die Überschriften von dem Video gesehen. Also die Videotitel, ich habe mir das nicht angetan. Das kannst du ja gar nicht antun von irgendwelchen Schwurblern. Da kommt dir das Kotzen. Aber ich habe da so ein paar Titel gesehen, Videotitel. Der Jemen greift Israel an. Ein Desaster. Nein, die Houthis. Und Mordechai Kedar, Dr. Mordechai Kedar, der an der lange Jahre an der Bar-Ilan University hier gelehrt hat und hier in Israel, aber auch in der englischsprachigen Welt so ein bisschen, aber vor allem hier in Israel sehr, sehr bekannt ist, zu Nahost-Konflikt, islamische Welt, alles halt, was hier so in der Gegend damit zu tun hat. Er ist ein absoluter Spezialist, ist hier in Israel geboren und spricht perfekt Arabisch, wird auch, ich weiß nicht zur Zeit, wahrscheinlich nicht, aber sonst auch immer von Al Jazeera oder so, interviewt auf Arabisch. Aber er ist hier eine Persönlichkeit in Israel, die immer wieder in Nachrichtensendungen auftaucht und immer wieder interviewt wird, weil er halt ein immenses Wissen hat. Und er hat bei einem YouTube-Sender, bei einem israelischen YouTube-Sender, den es nur auf YouTube gibt, Torf heißt der, hat er erklärt, wer diese Houthis sind. Und ich wiederhole das jetzt mal ganz kurz. Diese Houthis sind nicht der Jemen. Der Jemen greift nicht Israel an, wenn hier ab und zu mal eine Rakete auf Elat fällt. Das ist nicht der Jemen, das sind die Houthis. Und die Houthis wohnen irgendwo im Süden vom Jemen. Und das ist ein Familienclan. Und die kommen aus einem Dorf, warum heißen die Houthis? Die kommen aus einem Dorf namens Hus. Und das ist so ein Familienclan halt. Habt ihr in Deutschland auch, ne? Arabische Familienclans. Und dieser Familienclan, der vielleicht so ein bisschen größer ist auch, ne? Wird unterstützt, finanziert vom Iran. Die bekommen also ihre ganzen Waffen, die sie haben. Normalerweise haben sie nur Kalaschnikows. Aber damit sie auch nach Israel schießen können, hat der Iran sie jetzt ein bisschen besser bestückt. Und das ist alles vom Iran. Die sind Iran gesteuert. Die sind nicht Jemen gesteuert, die sind Iran gesteuert. Und bis sie irgendwie Israel entdeckt haben, also der Iran sagt ihnen, schießt mal nach Israel, alleine würden sie das gar nicht schaffen, ne? Die hätten ja gar nicht das Equipment, die haben ja nur Kalaschnikows. Bis dato haben sie eigentlich immer die Saudis geärgert. Dann haben sie immer auf Saudi-Arabien geschossen. Wie genau, weiß ich jetzt gar nicht, ob sie da auch kleinere Raketen hatten oder einfach nur so rüber mit Kalaschnikows, weiß ich nicht. Aber sie ärgern schon seit längerer Zeit die Saudis. Weil Iran und Saudi-Arabien ist auch nicht so befreundet. Und das sind die Houthis. Hängen absolut vom Iran ab, ein Familienclan.
Und die schießen so, ich sag mal so einmal die Woche auf Israel, auf Eilat. Deswegen kann man nicht sagen, es wäre absolut falsch und da hat ein Schwurbel-YouTuber irgendwas noch von Abraham, also aus Torah, irgendwas erklärt. Absoluter Schwachsinn. Schwachsinn. Also, ich verstehe dieses ganze Mindset überhaupt nicht. Da kommt der letzte trottelige Schwurbler kommt mit irgendwas daher. Das ist ein Familienclan, der da abhängt und der da lebt aus Russ und vom Iran finanziert wird und vom Iran auch Waffen erhält. Und das hat nichts mit Abraham oder der Tora oder der Bibel oder irgendeinem Scheiß zu tun. Das geht einfach darum. Genauso wenig, wie man sagen kann, ab und zu kommen ja irgendwelche Drohnen oder irgendwas, Geschosse, auch aus Syrien auf Israel. Das passiert mal alle paar Wochen so. Ist das jetzt Syrien? Ist das jetzt Assad, der da schießt? Ist das der syrische Präsident, der da seine Armee sagt, oh, schießt mal runter? Vielleicht, aber meistens nicht. Denn man weiß hier, dass es auch in Syrien unterschiedliche Milizen gibt, Milizengruppen, die auch vom Iran gesteuert werden. Das heißt, die werden nicht von Assad in Damaskus gesteuert, sondern vom Iran. Die machen da ihr eigenes Ding und schießen hier auch mal was rüber. Man muss immer genau schauen, wo was wer ist und wer gegen wen ist. Das Problem ist, dass man in Deutschland, wahrscheinlich auch in den USA oder überall, ich nehme jetzt mal Deutschland als Beispiel, dass man dann da sitzt in Deutschland, sage ich mal, und mit seinem deutschen Mindset, mit seiner deutschen Denkweise versucht, irgendein anderes Land zu verstehen oder irgendeinen Konflikt oder halt irgendwas. Und das geht immer schief. Das geht immer absolut schief. Ich habe da auf Fokus heute früh irgendwas gesehen, irgendeinen Kommentar. Ich habe da so durch die Kommentare gescrollt über den Krieg hier. Und da hat jemand geschrieben, ja, das wäre ja gar nicht in den Medien, ich weiß jetzt nicht in welchen er meint, wahrscheinlich in den deutschen, da hätte es gar keine Bilder gegeben von diesen Opfern vom 7. Oktober im Kibbutz Re'im, wo dieses Music Festival war. Und da wurden ja, ich weiß nicht wie viele Leute auf dem Music Festival umgebracht von der Hamas oder mit nach Gaza verschleppt. Und derjenige hat dann so einen Kommentar abgelassen, das würde alles gar nicht stimmen, das wäre alles gestellt von Israel, weil es würde ja gar keine, bis auf zwei Fotos oder drei Fotos, würde es keine Fotos der Opfer geben. Ja, ich weiß nicht, wo er da rumgeschaut hat. Hier in Israel wurden alle Namen veröffentlicht, der Opfer. Und es wurden auch, ich weiß nicht, wie viele Fotos hier im Umlauf sind. Und Freunde, Verwandte und Familienmitglieder geben hier auch Interviews dazu, zu den Opfern. Hier ist sehr, sehr viel im Umlauf. Übrigens auch im Ausland geben Familienangehörige der Opfer von dem Music Festival, aber auch andere Opfer, geben Interviews. Ob das nun Sky News Australia ist oder Fox News oder weiß ich nicht oder Guardian oder irgendwas. Aber in Deutschland kommt das wohl nicht so an. Wenn ich natürlich in deutschen Medien schaue, da kriege ich nichts mit. Wenn ich, selbst wenn ich hier in Israel in englischsprachige Medien gehe, kriege ich auch nicht viel mit. Wie gesagt, das Problem ist immer, ne, hier wird alles auf Hebräisch veröffentlicht. Und da musst du israelische Nachrichten schauen in hebräischer Sprache und da musst du bestimmte Websites durchlesen. Ynet auf Hebräisch, was weiß ich, alles Mögliche. Auf deren englischsprachigen Sites, die sie auch haben, erfährt man da jetzt nicht viel. Wir haben hier ganz andere Informationen als ihr zum Beispiel in Deutschland. Ihr habt alles so zusammengefasst. Aber jetzt auch in Kürze und auch nicht so ausführlich.
Zum Beispiel hat die Bild-Zeitung vor 2 Tagen ein Interview veröffentlicht mit Netanyahu. Und das habe ich mir mal kurz durchgelesen und dann habe ich mir gedacht, da ist jetzt nichts Neues dabei. Das sagt er ja hier seit Wochen auf Hebräisch. Schade um die Zeit, ne? Aber gut, für euch ist es halt neu. Aber man kann nicht einfach sagen, da gibt es keine Informationen. Das stimmt nicht. Man muss natürlich diverse Sprachen können. Und solche Schwurbelsachen, wisst ihr, das regt mich immer total auf. Ihr könnt nicht irgendwo sitzen und meinen, ihr versteht den Nahen Osten. Oder ihr versteht, was hier abgeht. Was ihr machen könntet, wäre, euch darauf zu konzentrieren, was bei euch abläuft. Denn bei euch in Europa oder auch in den USA, da dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber in Europa, bei euch wird es auch knallen. Und das dauert gar nicht mehr lange. Und da ist Deutschland auch mit dabei. Das hier zu verstehen, braucht sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Information und nicht Wikipedia. Da hat dann wieder einer zitiert, der Eisendom aus Wikipedia. Hat jemand schon mal, derjenige, der da Wikipedia zitiert, der hat wahrscheinlich noch nicht die Knall, die Explosion hier gehört vom Eisendom. Kennt er gar nicht. Kann er gar nicht mitreden. Ich kann mir auch Wikipedia von irgendwas reinziehen. Habe ich dann Ahnung? Nein. Habe ich überhaupt nicht. Aber wisst ihr, ihr müsst aufpassen. Es sind so viele Informationen oder so viele auch Fake News unterwegs. Und darauf werde ich heute noch in einem anderen Video eingehen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und wenn dann da Leute sitzen zu Hause mit ihren Schwurbelgedanken eh schon. Ne? Und dann meinen sie hier irgendwas zu verstehen oder sie waren mal eine Woche hier oder was weiß ich wo oder eine Woche in Ägypten oder eine Woche in Syrien oder eine Woche im Libanon oder eine Woche im Jemen. Da waren sie wahrscheinlich nicht im Ort Russ, aber man kennt sich dann aus, ne? Man war ja echt dabei. Ne? Und wenn dann jemand aus Israel irgendwas sagt, ne? Ich lasse ja schon gar keine Kommentare mehr ab auf YouTube, weil da werde ich ja sofort... Ne? Sowas wollen die Leute dann nicht, weil die wollen ihre Meinung verbreiten. Und wenn dann jemand kommt, der da wirklich lebt oder so, das wollen die nicht, weil das stört die. Dann haben die, da denken die immer, man will ihnen Klicks wegnehmen oder sowas. Weil sie wollen ja ihre Wahrheit in Anführungszeichen verbreiten und nicht das, was passiert. Obwohl hier in Israel hat ja auch jeder eine andere Meinung, ne, und jeder andere Ansicht. Aber dann sollte man zum Beispiel hier schon sein, ne, und nicht irgendwo auf dem Dorf sitzen und im Ausland sich da irgendeine Meinung bilden, was mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Ich gebe auch nicht meinen Senf dazu zu Russland und Ukraine, weil ich davon nichts weiß. Soll ich da jetzt Wikipedia lesen? Nimmt mich doch keiner ernst aus Russland oder aus der Ukraine. Die denken, ich habe einen Knall. Und genauso läuft das hier auch. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Ich mache heute noch 1 oder 2 mehr Videos, weil hier ist ja heute schon sehr, sehr viel vorgefallen in Jerusalem. Und ja, bis dahin dann erstmal könnt ihr darüber mal nachdenken. Zumindest wisst ihr jetzt so ein bisschen in Kurzform, wer diese Houthis sind. Okay, dann bis später.